Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wir starten heute wieder in die Karriere bei Sturm Graz als Trainer und wir starten ins nächste Spiel gegen Berwen. Die werden wir heute hoffentlich schlagen. Wir müssen da aber mit einem kleinen Problem einsteigen. Unser Abwehrkollege von Christian Schulz, also von unserem Kapitän, ist gesperrt. Wir werden heute mit Maresic spielen und starten in die Partie. Im Stadion angekommen sind wir gegen den im Stadion angekommen gegen ein belgisches Team müssen wir ran und die Grazer müssen heute natürlich einen Sieg holen, sonst ist es natürlich schwierig hier weiterzukommen, denn das erste Spiel ging ja 1-1 aus und wir sehen uns natürlich gleich in der ersten Szene wieder. Aber von Jans gestört. Schade. So, Biesinger. Biesinger auf Attic und Attic schießt und das ist das 1-0. Siebte Minute, 1-0 für SK Bundigammer Sturm Graz. Die werden natürlich feiern, wenn sie heute einen Sieg erringen und in der siebten Minute Attic macht das 1-0. Perfekt. Perfekter Auftakt hier. Gut gespielt. Biesinger spielt in die Mitte. Und in der siebten Minute Attic macht das Ding. Die Leihe von Hoffenheim muss das Ding natürlich machen. Ich glaube Hoffenheim. Ich hoffe, ich verrede mich hier nicht. Jo, 1-0, siebte Minute. Irländer. Irländer auf Koch, der kann die Flanke bringen, aber die bringt sich jetzt gar nichts. Koch kann aber trotzdem mit dem Kopf auf Vierländer zurückleiten. Dzeko zurück auf Isinger und jetzt fängt alles wieder von vorne an. So, da haben wir Attic. Attic, der hat ja schon getroffen jetzt. So, Deniala. Deniala, der verdribbelt sich den Ball, aber kann es so weit bringen, dass ein Einwurf entsteht. So, Koch. Deniala mit dem Schuss, aber das war nichts. So, 30 Minuten gespielt und es steht noch immer 0-1. So, die erste Halbzeit ist zu Ende. 45 Minuten gespielt. Der Trainer ganz glücklich sieht er nicht aus. Patrick B. Gaming Car, der sieht noch nicht so glücklich aus. Aber trotzdem, durch das Tor in der 7. Minute von Attic steht es ja aus unserer Sicht 1-0. Jo, die zweite Halbzeit kann beginnen. Bin gestört. So. Ja. Oh, gut gespielt von Koch. Koch perfekt gespielt. Was war denn das für ein Kopfball? Derartig wird Irländer in die Mitte gehen. So, die Abwehr muss jetzt auch aufpassen. Oh. 1-0. Ja, der Endstand ist da. Das 1-0. Durch das Tor in der siebten Minute von Attic haben wir hier den Sieg geholt. 3 Punkte, 1-1-0 blieb es und wir schauen uns die anderen Partien an. Ja, die anderen Partien, ein Unentschieden, 2 Siege, ja, kann man hinnehmen. So, keine E-Mails in den Posteingängen und wir sind aktuell noch immer Erster in der Tabelle mit einer Tordifferenz von 1. Ja, da wird es ein bisschen spannend vorangehen hier. Graz führt aktuell und in der B-Gruppe mit FC Ufa mit 6 Punkten, also die sind immer fix weiter, wie man sieht. Ja, wir haben ein Transferangebot von wen denn überhaupt, aber jedenfalls von Rom. Roman Kinas von Doms SK, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Für 400.000, wir wollen aber 500.000 haben, denn er ist ja noch ein bisschen ein talentierter Spieler. So, die Nachricht löschen wir. So, weitere Nachrichten. Skrivenek möchte natürlich Spielzeit haben, werden wir ihm geben. Skrivenek wird hineinkommen, der Nationaltrainer lobt uns und wir haben den Abschlussbericht für Asuro, den wollen wir natürlich von Sunderland vielleicht auch noch verpflichten, werden eine Anfrage rausschicken, einen Antrieb von 89 und eine Sprintgeschwindigkeit von 87, also da, er hat Potenzial da vorne,
Der ist richtig schnell und ich hoffe, wir können den auch verpflichten. Das ist das Team, mit dem wir starten werden und wir sehen uns im Spiel. Im Spiel angekommen in der Manchester United Arena gegen Frosinone Calcio. Das letzte Spiel in der, in Old Trafford besser gesagt. Jedenfalls das letzte Spiel gegen Frosinone Calcio, keine Ahnung wie man die ausspricht, gegen eine italienische Mannschaft. Müssen wir das letzte Spiel jetzt bestreiten. Wir sind Tabellenerster mit 4 Punkten und der zweite ist mit 4 Punkten hinter uns und die anderen Mannschaften können ja noch nachlegen. So, wir sehen uns dann in der ersten Szene wieder und hoffen wir, dass wir hier gewinnen. So, der Gegner gleich mit dem ersten Eckball hier mit der ersten Flanke kann abgewehrt werden und Schmerböck mit dem Konter jetzt. Schmerböck hat den Ball, kann ihn auf den Jala nicht spielen. Der nächste Eckball nach dem zweiten Eckball bringen wir fast ins Tor durch Hierländer. So, der Gegner jetzt am Ball mit Marco, der kann die Flanke bringen an die Latte und der zweite Kopfball pariert Glatzer perfekt hier. Eine Top-Chance von beiden Seiten und die beste Chance halt vom Gegner und da kommt es fast zum 1-0 und das ist die zweite Top-Möglichkeit. Der italienische Verein gibt da ein bisschen mehr Gas als der österreichische. Oh, Junge, Junge, Junge. Was war denn das? Schon wieder eine Chance. Schon wieder eine Chance vom italienischen Verein. So, ein Eckball für den Frosinone Verein. Ja. Geht Gott sei Dank ins Out. So, die erste Halbzeit ist um. Es steht hier 0-0 und wir sehen uns dann in der zweiten Halbzeit wieder und das in der ersten Szene. Oh, Obenstadt fährt da richtig hart rein. Biesinger kriegt den Ball trotzdem noch weiter und da ist Attic. Aber der kann den Ball nicht reinhauen. Und da kommt der Schuss von Koch und der Ball geht jetzt ins Tor durch Husbeck. Perfekt, das 1-0. Husbeck gerade erst reingekommen und das ist das Ding. 1-0 für den SK Königgrätz Stuttgart. Perfektes Tor. Durch Abstauber muss man leider das sagen, aber trotzdem, Tor ist Tor. Ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. So ist das Sprichwort. Und wir haben ein Tor bekommen. Wir haben es auch gemacht. Husbeck kommt gerade frisch hinein, nicht einmal ein paar Minuten gespielt und macht das 1-0. So, wir haben jetzt einen Freistoß. Nikol Janis, vielleicht kann er den Ball hineinhauen. Nein, der Freistoß wird nichts. Torwart wieder runter auf Biesinger. Biesinger, der ist da in der Mitte bedient und da ist Ovenstad und der macht das 2-0 in der 90. Minute. Perfekt gemacht. Schöner Kopfball, schöne Flanke von Biesinger und das ist das Ding. Wir haben den Sieg in der 90. Minute und das mit einem schönen Treffer. Mit dem Kopf. Ovenstad macht das Ding. In der 90. Minute. Perfekt. Der Trainer freut sich natürlich auch sehr. Patrick, der Gaming Car, der macht das Ding. Heute amtlich, er kann ins Halbfinale einziehen mit Sturm Graz und das könnte sehr viel Geld bedeuten für die nächsten Transfers und dann könnte man sich wirklich einen Topstürmer, einen jungen Topstürmer holen. Und das war das Spiel. 2-0 gewinnt der SK Sturm und das mit einer schlechten Anfangsleistung, trotzdem gewinnt man echt gut nachher am Ende. Torschützen Husbeck und Ovenstad, der mit dem Kopfballtreffer in der 90. Minute jetzt das Ding machen konnte. Hier ist der Torschütze und ja, schauen wir, wie die anderen Partien ausgegangen sind. So sieht es aus bei den anderen Partien. Ein 3-0. Die Black Rovers, die sind jetzt wohl nicht so gut, aber trotzdem. Ja, in der Transferphase geht es natürlich weiter. Wir müssen gegen den FC Ufa ran. Ja, da haben wir noch viel vor uns.
So, die Trainingseinheiten werden wir natürlich jetzt angehen noch. Es hat sich keiner verbessert außer Lovric. Lovric auf die 62, der wird schon wieder gut. Ein guter Backup und wir haben Nachrichten bekommen. Turnierpreisgeld 730.000, perfekt. Die Sperre von Lukas Spendelhofer ist aufgehoben, die können wir auch löschen. Und der Abschlussbericht, das haben wir ja auch schon gesehen, von Asuro. Den wollen wir natürlich auch verpflichten. Upamecano wurde auch schon angesehen und da sieht man ein paar Torhüter, die auch schon angeguckt werden. Aber Upamecano wollen wir natürlich anfragen. Fragen wir mal, wie teuer er wird, circa wird. So, dann können wir diese Dings mal löschen. So, dann werden wir das löschen. Das Transferangebot, die Antwort, ja, okay. Jetzt wollen sie doch so viel zahlen, dann werden wir trotzdem mal entgegenkommen von den 500.000 auf 470.000. Vielleicht werden sie das Angebot annehmen. Jedenfalls. Und Sunderland möchte 1,2 Millionen. Wir werden da anbieten. 800. Wir werden einmal den Markt. Naja, der Marktwert ist jetzt da bei 1,5. Wir werden 700.000 einmal anbieten. Schauen wir mal, was die Sunderländer hier sagen für Asuro. Und ja, aber trotzdem haben wir noch ein Transferangebot für Marko Stankovic bekommen. Da wollen wir trotzdem 600.000 haben. Ne, wir wollen 650.000 haben. So machen wir das. Wir wollen ja auch ein bisschen noch Geld verdienen. Obwohl es schon alte Herren sind, trotzdem wollen wir noch Geld verdienen. Und Upamecano bei 2 Millionen, da werden wir ein Angebot machen für 1,4 Millionen. Vielleicht kann er ja wechseln, dann hätte man einen guten Innenverteidiger für die Backup-Position aktuell. Und ja, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und haut rein und schreibt mir eure Transferwünsche natürlich unten in die Kommentare. Wir haben ja noch lange Transferphase hier vor uns und ja, haut rein und ich freue mich über euren Support. Dann